Jake, ich glaube, der Bus kommt nicht mehr. Das ist doch nichts Neues. Die letzten 12 Male ist er auch nicht gekommen. Haben wir das denn immer noch nicht begriffen? Wessen dumme Idee war das eigentlich, es nochmal zu versuchen? Wieso seht ihr mich alle an? Vermutlich, weil du der bist, der gesagt hat... Liebe Klassenkameraden, heute ist der Anfang einer neuen Zeit, Dank eines Telefonats mit der Schulbehörde wird Direktor Gierschlund nicht länger in unsere sauer verdiente Ausflugskasse greifen. Ich erinnere mich wieder. Mein Lieblingsteil war, als du sagtest, ihr werdet nicht länger umsonst haken, waschen und schleppen. Vorwärts, nach Quebec und zum Sieg! Und wir sind darauf reingefallen. Wir haben dir vertraut. Mir geht's. Ich hab Blasen an den Fingern vom vielen Laubbrechen. Ich habe eine Woche lang einen Satansbraten gebabysittet. Wir haben uns alle umsonst abgerackert. Und das ganze Geld ist in Gierschlunds Taschen gelandet. Schon wieder! Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. Sie wollten alles Mögliche tun, um das zu verhindern. Jetzt kommt unser ganzes Geld doch schon nicht. Nicht zu glauben. Das ist doch ein Bus, oder? Ja, wir fahren, wir fahren! Ein Hoch auf Jake! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hurra! Was? Moment mal, was glaubst du eigentlich, wo du hinfährst, Tutu? Ich fahre mit der Klasse nach Quebec, Falsch! Der einzige Ort, wo du hinfährst, ist nirgendwohin. Oh nein! Nein! In diesem Bus sitzen. Ich verpasse den Ausflug nach Quebec. Nicht zu fassen. Das können Sie nicht machen. Das können Sie nicht. Oh ja, ich kann. Ja, denn ich bin der Mann. Ja, 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 ja. Das sage ich Schulinspektorin Fassbudget. Sie bekommen eine Menge Ärger. Versuch es doch, du mieser, weinerlicher, kleiner Trickbetrüger. Schulinspektorin Fassbudget weiß alles über deinen jämmerlichen Versuch, die Schulbehörde zu betrügen. Betrügen? Ich habe niemanden betrogen. Bestimmt nicht. Oh, wirklich? Ich präsentiere dir den unbestreitbaren Beweis. Ein hölzernes Geldstück, gefunden in deinem Spendensammlungsumschlag. Das macht für dich 5 Cent minus. Sie haben das in meinen Umschlag getan, um sich an mir zu rächen. Das waren Sie. Oh, netter Versuch, Tutu, aber wie du weißt, hat Schulinspektorin Fassbatsche das Zählen der Spendengelder genauestens überwacht. Bloß weil du gejammert hast, dass ich mir angemessene 95% der Gelder für die Ausflugskasse abgezweigt habe. Aber stell dir mal meine diebische Freude vor, mein vollkommenes Gefühl der Glückseligkeit, als ich entdeckt habe, dass du unter dem Deckmäntelchen eines Wohltäters nur ein erbärmlicher kleiner Betrüger bist. Tja, 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 tut
Tutus Schuss geht nach hinten los. Cha-cha-cha, meine Laune ist verbost. Aber wo ist das hergekommen? Offensichtlich hat dich einer deiner Spender angeschmiert. Und wenn du je herausfinden solltest, wer das war, dann umarm ihn ganz doll in meinem Namen. Oh, das war mein Rücken. Aber das war es mir wert. Und lass dir kein Holzgeld mehr andrehen, Tutu. Mal sehen. Ich habe gearbeitet für Gummi Gormley? Nein. Benny? Nein. Opa Sadie? Das kann nicht sein. Miss Honigkeks? Das glaube ich nicht. Diese Schweine! Ich bin beeindruckt. Als ich gesagt habe, wir machen einen Lügendetektor-Test, hätte ich nie gedacht, dass du das hinkriegst. Genug gequasselt. Jetzt wird's ernst. Als ich die toten Motten aus euren Deckenleuchten geholt habe, habt ihr mich angeschmiert, stimmt's? Nein. Ha! Das ist eine Lüge. Ihr habt mir ein Holzgeldstück gegeben, oder? Nein. Hä? Das ist wahr. Aber wenn ihr es mir wirklich nicht gegeben habt, warum sagt die Maschine, ihr habt mich gelingt? Oh, weil wir dich wirklich gelingt haben. Ja, der eklige Job war mindestens ein $0.25 wert. Aber wir haben dir nur 5 Cent gegeben. Ihr sagt tatsächlich die Wahrheit, die Wahrheit. Wow, woher hast du das? Das könnte $1 wert sein oder 2. $1 oder 2? Aber ich dachte, Holzgeldstücke sind wertlos. Wenn du so dumm bist und dir davon einen Kaugummi kaufen willst, ja. Aber nicht, wenn du ein Münzsammler bist. Ich würde das checken, wenn ich du wäre. Hey, war nur Spaß, Jake. Wir haben dir doch das Holzgeld gegeben. Netter Versuch. Ich glaube, das könnte vielleicht der einzige Holzelch sein, der die Termitenplage in den 30er Jahren überlebt hat. Wow, ist das ein gefährdetes Geldstück? Ja, kann man so sagen. Es ist sicher schützenswert bei einem Marktwert von, sagen wir, $100.000. $100.000? Und 1759 setzte General Wolfe seinen Fuß auf diesen Stein. Dann wurde die Lage wirklich ernst. Kommt mit, es ist genug Platz für alle da. Und es gibt Fernsehen. Aber wie kannst du dir das leisten? Jemand hat mir eine Holzmünze gegeben, die ein Vermögen wert ist. Ein Vermögen. Du bist wirklich ein Glückspilz, nicht zu glauben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Richte mein Beileid dem unglücklichen Menschen aus, der das alles unfreiwillig ermöglicht hat. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Willst du die behalten oder gleich verkaufen? Hä? Weder noch. Ich muss rausfinden, wer sie mir gegeben hat. Der hat sicher nicht gewusst, dass sie so wertvoll ist. Sicher nicht. Meine Holzmünze! Wo ist meine Holzmünze? Wen interessiert dein mickriges Holzgeld, Tutu? Wo ist mein Backenzahn? Aha, da ist er ja. Hey, Ladi, wie viel gibst du mir für einen echten Zahn frisch aus dem Mund eines berühmten Verteidigers der Eishockey-Nationalmannschaft? Ich wette, dass der viel mehr wert ist als ein blödes Holzstück, hä? Ganz sicher nicht. Das Holzstück ist $100.000 wert. Das Holzstück ist $100.000 wert. Da ist es ja. Puh, das war knapp. Nach seinem schlechten Zustand zu urteilen ist dieser Backenzahn... Vergiss den Zahn von meiner Mutter. Gib mir das Telefon. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Wie konnte ich zulassen, dass das wertvolle Geldstück in die Hände meines rotznäsigen Erzfeinds gerät? Ah, wo ist er jetzt? Er geht Richtung Sherbrooke. Nein, warten Sie, er biegt in die... Ich will keinen Reisebericht. Laufen Sie ihm hinterher. Tutu hat $100.000 in seiner Tasche. Die gehören mir. Lassen Sie diesen ungeheuerlichen, hinterhältigen kleinen Bengel nicht aus den Augen. Wird gemacht, Boss. Ich klebe an ihm wie ein Mistkäfer an einer... Und bald erleichtere ich Tutu um mein Vermögen. Das wollte ich eigentlich gerade sagen, aber ohne dabei auf den Hinterkopf zu fallen. Oh.
Ecke. Hier zu wohnen ist der Traum jedes Eishockeyspielers. In der Nachspielzeit Paradies, Seniorenwunsch, Villa! Ja, mal schade, dass diese Münze nicht mir gehört. Bis bald, Gummi. Bis bald, Jacob. Wir brauchen eine Kaffeepause, Fowler. Was wir wirklich brauchen, ist eine große Pause, Fies. Von dieser Arbeit werden wir nie stinkend reich. Höchstens stinkend. Und schmutzig. Karl Furunkelkönig. Fies und Fowler? Sieh an, der König der Trickbetrüger auf der Suche nach einem Mittagessen. Ich habe keine Zeit für euch zwielichtige Gestalten. Ich muss schnell wieder hinter Jacob Tutu her und seinem unermesslich wertvollen Geldstück. Oh, dieser vorlaute Bengel hat 100.000 Dollar in der Tasche, die mir zustehen. Hey, das klingt nach der großen Pause, von der du gesprochen hast, Fowler. Das finde ich auch fies. Wow, guck dir mal das Skateboard an. Oh, guck dir mal das Preisschild an. Opa Sadie! Hallo, Jacob. Welchen Tagtraum träumst du denn heute? Siehst du das Skateboard? Hey, so viel Geld hätte ich gern, um so viel bezahlen zu können. Möglicherweise ist heute ja dein Glückstag. Ist das deins? Du hast es gefunden und ich habe schon überall gesucht. Du hast ja keine Ahnung, wie wertvoll das ist. Doch, ich weiß es, Sadie. Ich weiß es. Niemand verkauft die Dinger nämlich einzeln. Und ich weigere mich ganz einfach, 2 Dutzend neue Steine zu kaufen, wenn in meinem Spiel nur einer fehlt. Das ist kein Spielstein, Sadie. Das ist eine Holzmünze, eine Holzmünze. Oh, tatsächlich? Dann ist heute wohl doch nicht mein Glückstag. Ich bin auf der Suche nach der Person, die mir das gegeben hat. Es ist sehr wertvoll. Was für einen uneigennützigen Enkel ich habe. Findet einen fremden Schatz und es kommt ihm nicht im Entferntesten der Gedanke, ihn für sich selbst auszugeben. Ja, das würde mir nicht einfallen. Naja. Hoho, ich könnte eine ganze Kette von Bennys Bagel-Läden eröffnen. Mit Drive-In und Spielplätzen für die Kinder. Nur schade, dass das gute Stück nicht mir gehört. Mein Rat an dich, Jacob, behalt sie nicht zu lang. Das habe ich auch nicht vor, Benny. Gut, denn je länger du sie hast, desto leichter kann es sein, dass sie verschwindet. Na ja, so erging es dem letzten armen Tropf. Gib's aus, Junge. Gib's aus, solange es noch geht. Jemand hat dir das Geld aus freien Stücken geschenkt, also ist es deins. Das Schicksal hat es dieses Mal gut mit dir gemeint. Vielleicht hat Benny recht. Wenn die Münze durch Schicksal in meinen Spendenumschlag kam, kann sie ja auch entscheiden, ob ich sie behalte. Kopf ist ja, Zahl ist nein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da liegt es doch! Schneller! Raus! Das ist meins! Das ist meins! Das ist meins! Was soll das? Danke sehr. Hey! Wenn irgendwer ein Recht auf das Ding hat, dann bin ich das und Fies. Ja, er hat uns schon 2-mal reingelegt, dieser grauenhafte Tutu. Ach, aber mir hat der Lausebengel schon 4-mal meinen Untergang beschert. Also würde ich sagen, das gute Stück gehört mir. Vergeben Sie mir. Meine Gefühle haben mich einen Moment lang überwältigt. Es ist so herzerwärmend, dass ich auf 3 Seelenverwandte treffe, die meine Leidenschaft für Unterschlagungen teilen. Und das...
wir alle geeint sind durch unseren Hass auf diesen elenden Jacob Toto. Dieses kleine Stinktier. Teure Freunde, liebe Kameraden, geschätzte Kollegen, das Schicksal brachte uns zusammen. Und das ist jetzt unsere Chance, uns zu vereinen im Kampf gegen Toto. Und dann die Beute gerecht zu verteilen, Ja, jeder eine Hälfte. Hälfte? Absolut richtig. Okay, das ist dein Ziel. Wir sind dabei. Alle für einen. Und alle gegen Toto. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Willst du die behalten oder gleich verkaufen? Gib's aus, Junge, gib's aus, solange es noch geht. Was habe ich für einen Enkel? Er findet einen fremden Schatz und was macht er? Er gibt ihn wieder her. Oh je, was für ein Dummkopf. Mr. Toto, wie fühlen Sie sich als Eigentümer der Montreal Marvels? Hervorragend, hervorragend. Irgendwelche Änderungen im Team? Ja, ich wechsle den Torhüter aus. Und wer ist der Neue? Das bin ich natürlich. Ich bin der Eigentümer, also kann ich tun, was ich will. Warum haben Sie nicht Miss Honigkeks gefragt, ob ihr die wertvolle Holzmünze gehört? Naja, das wollte ich eigentlich. War sie nicht die Letzte auf der Liste? Ja, aber ich, Wie fühlen Sie sich, Miss Honigkeks? Er schien immer ein netter, ehrlicher Junge zu sein. Wer hätte denn ahnen können, dass er so ein raffgieriger, hinterhältiger Betrüger ist? Wollen Sie das kommentieren? Nein! Nein! Sie gehört mir! Sie gehört mir! Ist alles in Ordnung, Junge? Puh, mir geht's gut. Mir geht's gut. Miss Honigkeks, eine Frage. Vermissen Sie das hier? Ach, mein hölzerner Glückselch. Ich hab mich schon gefragt, wo er geblieben ist. Ah! Hab ich dich! Miss Honigkeks, fangen Sie! Oh je! Rücken Sie sie raus! Hey, nimm deine schmutzigen Finger weg! Wir treffen uns gleich wieder, Kameraden. Du meine Güte, was für ein Wirbel. Ach, warum verfolgt er mich? Er sollte doch meiner falschen Wegbeschreibung zu dem fiktiven Treffpunkt folgen. Die Sache stinkt doch! Tierisch und haut ohne uns ab, fies! Oh nein, das macht er nicht! Ups! Toto! Lass den Jungen los, ihr Hooligans! Sie wollen ihn, sie können ihn haben! Da! Danke! Geben Sie mir die Münze, Laus! Moment, Boss! Laus, Münze, jetzt! Oh, oh, böse Geschichte, Chef! Was? Hier ist sie, Miss Honigkeks! Danke, Jacob! Ich schätze deine Ehrlichkeit. Manche Leute, die ich kenne, wie die schmierigen Typen, die mich verfolgen, könnten sich da eine Scheibe abschneiden. So ehrlich war ich auch wieder nicht, Miss Honigkeks. Wenn ich nicht so viel Zeit damit verschwendet hätte, mich zu fragen, ob ich die Münze behalte, dann hätten die Gauner vielleicht gar nicht erst davon erfahren. Oh Mist! Sofort meine Münze raus, Toto! Was? Ihre Münze? Ja! Was soll das heißen, Ihre? Sie gehört uns! Nein, tut sie nicht! Nein, tut sie nicht! Sie gehört Miss Honigkeks! Sie kriegen sie nicht! Keiner von ihnen!
Schon in Ordnung, Jacob. Wenn denen die Münze so viel bedeutet, können sie sie haben. Meine Güte, was für eine Aufregung. Erlauben Sie mir, sie zu verkaufen. Dann können wir die Beute untereinander teilen. Oh nein, ich werde sie nicht aus den Augen lassen, Gierschlund. Ja, richtig. Wir gehen alle zusammen. Bitte sehr. Hey, warten Sie auf mich. Sie haben sie ihm gegeben. Sie haben sie ihm gegeben. Ja, genau. Ich habe sie ihm gegeben. Wow. So eine erbärmlich schlechte und offensichtliche Fälschung des Holzeggs habe ich wirklich noch nie gesehen. Die ist so frisch, dass sie noch dampft. Verschwinden Sie raus aus meinem Laden. Oh, ich wurde reingelegt. Ich glaube, wir wurden reingelegt. Und Sie sind der Fälscher. Ich wusste, ich würde das alte Holzbrennset noch mal gut brauchen können. Das war eine gute Idee, das aufzuheben. Wir sehen uns in Quebec. Was schön in Quebec, Jacob. Oh ja, man kann da ganz viele coole Sachen machen und die Restaurants sind toll. Kein Wunder, dass es die Briten haben wollten. Und wie war Ihr Ausflug zur Bank? Oh, ich habe meinen Holzelch hier zu Hause. Glück ist doch viel mehr wert als Geld auf der Bank. Woher wissen Sie, dass er Glück bringt, Miss Honigkeks? Naja, es hat sich herausgestellt, dass er ein Vermögen wert ist. Das ist doch ziemlich viel Glück, oder? Ganz bestimmt. Und dass ich ihn von diesen Gaunern wieder zurückbekommen habe, ist doch auch Glück. Das können Sie laut sagen. Es wäre doch nicht richtig, etwas zu verkaufen, was einem so viel bedeutet. Naja, versucht war ich schon.